Hallöchen, Leute. Wir machen weiter mit Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Wir waren im Jägerhain stehen geblieben. Ah. Nope. Wo ist der? Weg mit dir, klar. Dich wollen wir nicht. Gib mir meinen komischen Graswappenschild. Und ja, ich nenne den Graswappenschild, weil das ist für mich der geläufigere Name. Graswappenschild. Wir gehen mal zuerst unser Zeug holen. Was? Kein allzu schwieriges oder vielleicht doch. Ich kann die Typen immer noch nicht einschätzen. Die machen eine Menge Damage. Und ich bin kein Freund davon. Aua. Ich durfte noch nicht mal rollen. Wenn ihr Estus so langwierig macht, ja? Ist okay. Aber schränkt nicht meine Bewegungsfreiheit komplett ein. Entweder Estus direkt, wenn ich trinke. Hä? Was war das? Flammenschmetterling. Das ist doch... Keine Ahnung, was das ist. Das werden wir wohl noch herausfinden. Solange ich euch alle ziemlich schnell besiegen kann, ist die ganze hier kein allzu großes Problemchen. Und überhaupt. Das kriegen wir hin. Ich hätte nur gerne mein Zeug zurück, ihr. Aua. Ihr Spackos mit euren komischen Waffen. Her damit. Und dann würde ich vorschlagen, machen wir das. Denn wahrscheinlich kommt ein Boss. Also sehr, sehr wahrscheinlich. Und da würde ich doch gerne gucken, ob wir wen vorher beschwören können. Da ist wieder Speedy Gonzales. Schurkengamaschen, und was hast du für uns? Natürlich hast du Wurfmesser. Wie sollte dem auch anders sein, hä? Wurfmesser. Ein Berg voller brennender Leichen.
Hallo Keulenfuzzi, und da hinten ist ein Bogenschütze. Aua. Was wäre, wenn die Rüstung neu wäre und ich da keinen Kratzer drauf haben möchte? Schon mal daran gedacht? Nein? Gnadenlose Ruäner? Entschuldige mich kurz. Das war unklug. Eindringling verbannt. Priesterinnengewand. Okay. Priesterinnengewand. Das finde ich doch gut. Würde unsere Rüstung ein bisschen schwächen. Aber nur gegen alles Physische. Moment. Wusste ich doch, dass ich da was gehört habe. Weg. Ah, die Ro. Ich habe ihren Namen schon gar nicht mehr auf der Kette. Die Frage ist. Oh Gott! Magier! Hilfe! Doch keine Sackgasse. Aber wir müssen mal eben was anderes gucken. Und zwar. Ihr habt ein Redesign erfahren. Ihr habt ein Redesign erfahren. Ihr droppt Köderschädel. Ihr droppt Köderschädel. Ist definitiv nicht verkehrt, weil ihr besteht aus Schädeln. Ey, Lizard! Lizard, Mann! Lass mich mal kurz. Wir brauchen eine richtige Waffe, womit wir zuhauen können. Nein, wir müssen irgendwie von oben nach unten hauen. Ja, das soll's tun. Gucken wir mal eben, ob das so wie im ersten Teil ist, dass ihr Titanit-Lizards nochmal spawnt, wenn man rausquittet. Bitte sag ja, bitte sag ja, bitte sag ja.
Estus-Flakonscherbe. Mann, ey. Dann müssen wir hier ja nochmal hin. Wie schön. Wo führt uns das Ganze hin? Gott. Jungs, Jungs. Timeout. Timeout. Okay, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Immer noch. Dass wir nicht zuhauen, sondern stechen. Beziehungsweise stoßen. Oh Gott, ihr verflucht einen. Ist ja herzallerliebst. Ist ja reizend. Weg. Nein! Und dann kommt der Tod durch sowas. Ach ja. Holen wir uns unser Zeug zurück, würde ich sagen. Da sind 10.000 noch was Seelen. Die hätte ich schon gerne. Wieder. So. Bei dir war der Trick, wir lassen dich deine Waffen im Boden versenken. Und dann sind wir in der Lage, dich anzugreifen. Der da rennt wie Speedy Gonzales. Da vorne kommt ein Meuchelmörder von hinten. Das ist so. Noch einer. Wirklich. Jungs. Weg. Weg, weg, weg. Okay. Ich bin bereit. Hoffe ich. Glaube ich. Vielleicht sind wir es, vielleicht auch nicht. Oh. Ich wünschte, ich hätte das früher gewusst. Welcher? Wen? Ja, na, hast du noch mehr zu erzählen? Oh. Oh.
You be careful of him. Pilot, I think he said. There's this rather unusual ring. You know it when you see it. I've seen this type before. It kills entirely for the pleasure of it. Huh. Watch out for the slimy rat. And don't you believe a word he says. I'll find a common for the bad. Put an end to his roguery. Now that's... Pate. I'll find... Nice. Lass mich mal kurz hier sitzen. Er verschwindet. Okay, und dann... Streitkolben-Magie. Jungs. Weg mit euch. Was passiert... Kann ich das irgendwie ausschalten? Au. Ja, kann ich. Was war das für ein Schwachsinn? Ach. Irgendwas ist hier komisch. Irgendwas stimmt hier nicht. Weg. So, Jungs, kommt her! Was macht Verflucht in diesem Teil? Definitiv nicht das aus dem ersten. Im ersten werden wir jetzt elendig verreckt. Eigentlich. Titanitscherbe, großer Titanitbrocken. Menschenbild, ihr droppt auch Menschenbilder. Perfekt. Lass mich mal eben... Ich muss mal eben kurz herausfinden, wo unser Zeug gelandet ist. Gib mir eine Sekunde. Ja, hier ist es nachts. Wir sind hier lang gegangen, haben versucht, den Titanit-Lizard zu erlegen. Dann sind wir hier weiter. Sind wir dann... Ne, wir sind dann nicht links gegangen, sondern hierhin. Okay. Dann lass mich mal gucken. Ey, du Haufen. Scheiße. Lebenssteinchen. Flammenschmetterling. Schön. So, jetzt lass mich mal kurz gucken, wo wir hier rauskommen. Das interessiert mich doch. Brauche noch mal kurz das Menschbild, hä?
Weil wir haben ja die Bosstür schon gesehen. Das ist kein Geheimnis. Hier ist ein Boss. Aber können wir jemanden beschwören, bevor wir ihn bekämpfen? Oder ist er so einfach, dass es keiner Hilfe bedarf? Ich guck mal kurz. Okay. Und es gibt wirklich niemanden, der sich dazu verpflichtet fühlt, uns zu helfen. Du bist der Zauberer. Aua. Aua. Jungs, Jungs, Jungs. Aua. Ah! Aua! Einer down, einer down. Als nächstes du. Gott. Er besteht einfach aus ganz vielen kleinen Skeletten. Oh Gott. Ihr kolossalen Haufen Scheiße. Weg hier! Jetzt zu dir, meine Lieber. Oh Gott. Ah.
Nur noch viele, viele kleine Skelette. Alles gut. Alles gut. Ah! Bone Wheel! Ah! Hilfe! Mama! Nein! Nein! Rette mich vor diesem Rad! Aua! Heilige Scheiße! Nein! Gott! Da ist noch eins von diesen Rädern! Weg! Nichts da! Nein! Du gottverdammtes Scheißrad! Wir brauchen eine andere Waffe für die. Wir brauchen definitiv eine andere Waffe für die Groß. Damit hauen wir um uns. Das ist vielleicht nicht verkehrt. Können wir es noch auf plus 3 bringen? Hä? Das wäre mein Bestreben. Haben wir genug Upgrade-Materialien? Ja, wir haben 3 Titanit-Scherben. Dann gib mir ein paar Seelen. Und wir hauen mal kurz die Skeletten auf die Fresse. Damit wir noch ein bisschen mehr Seelen kriegen. Und ich würde ja echt gerne gucken, was da vorne liegt, aber aua. Verfluch mich nicht nochmal. Die Skelette kann man backstabben. Kann man backstabben, Leute. Alles halb so wild. Backstab regelt. Okay, das sollten wir nicht hinkriegen. Wir sind nicht gerannt. Wieso sind wir nicht gerannt? Wir hätten rennen müssen. Normalerweise rennt er doch. Weg. Okay, wir nehmen das Großschwert einfach, weil wir damit einen größeren Trefferradius haben, mehr Schaden machen. Und vor allem einen größeren Trefferradius haben. Der größere Trefferradius, der wird uns helfen. Der wird die ganze Sache regeln.
Hoffe ich. Wenn nicht, dann brauchen wir was Besseres. Aber ich denke, das sollte im Bereich des Möglichen liegen. Genauso wie die beiden Kerle, die wir mal eben... Menschenbild, Blutungsfall, Prismastein. Ah. Okay. Hoffen wir, dass das reicht. Sollte aber. Außerdem können wir uns in Estos mehr holen. Ich bitte euch. Wenn es das nicht wert ist, dann weiß ich auch nicht. Ah. Okay. Hey, du. Estos Flakon verstärken, bitte. Moment. Verbrennen. Mehr Estus und stärkerer Estus. So gefällt mir das. Oh. +24, ja. Okay. Waffenrüstung verstärken. Verstärkt mir das und nochmal, bitte. Ich denke, das sollte reichen, um Grippe zu zerstören. Oder Jägerhain, der Untotenkerker, nehme ich an. Ich habe mir auch keinen Kaffee gemacht. Shit. Das wird ein langer, langer Abend. Und wir sollten das anziehen. Nur für den Fall. Geh weg. Zerbrochenes Diebesschwert. Wer braucht den Kack denn? Wer braucht diesen Kack? Wer braucht denn diesen Kack? Und da ist noch einer. Wir gehen wieder den Skelettweg. Der Skelettweg war besser. Der Skelettweg war besser. Gib mir mal eben meine TP zurück. War mir schon wieder zu wenig. Komm her, du Haufen Scheiße. Es reicht mir mit euch.
Oh! Creighton, der Wanderer! Nein! Diese gottverdammten Scheißskelette. Ich freue mich gerade. Yay, wir können jemanden beschwören und dann das. Oh Gott. Dann werden wir wohl irgendwann mal Menschenbilder fahren müssen. Habe ich recht? So. Weg. Was auch immer das Verfluchen macht, ich habe keine Lust, es mit diesen Skeletten auch herauszufinden. Einfach nein. Hau ab. Hau ab, Drecksgerippe. Oh, ich sage euch, die Gerippe-Heinis werden meinen Zorn zu spüren bekommen. Fürsten, dass ich nicht lache. Ihr seid nichts weiter als ein Haufen Knochen. Das ist es, was ihr seid. Ein stinkender, durch unnatürliche Magie zusammengehaltener Haufen nicht zusammengehörender Knochen und Waffen. Hallo, ihr Gerippe-Heinis. Wenn ihr mal kurz eine Minute Zeit hättet, denn ich denke, es ist mehr als an der Zeit. Für meine Revanche. Los, Creighton! Du schaffst das, mein Junge! Creighton, sieht's gut aus, mein Boy. Köderschädel. Oh Gott. Ah! Jetzt dann lockt mich. Also. Nun ja. Menschenbild, wie zerronnen, so wie gewonnen, so zerronnen. Aber ich bin sehr, sehr zuversichtlich. Wir werden unsere Rache bekommen. Und zwar dieses Mal. Ich werde nicht zulassen, dass diese Grippe Spackos
uns noch einmal töten, oder ihr auf dem Weg uns noch mal tötet. Nein, die Zeit ist reif für einen neuen Fürsten in eurem Königreich. Sein Name ist Creighton und er war ein Wanderer. Einst ward er ein Wanderer, doch dann wurde er geruckle dunkle Welt, wo er nun mit Axt und Axt unserem Helden beisteht bei seinem Streben nach Gerechtigkeit. Denn wir haben einen gefunden, der diese Skelette und die Skeletträder so sehr hasst wie wir selbst. Und mit seiner Hilfe wird es uns ein leichtes sein, diese Welt von den Gerippefürsten zu säubern und den armen Knochen, die sie waren, Ruhe zu geben. Bonewheels! Oh boy. Oh boy. Okay. Lass mich mal kurz, Hallöchen. Hättet ihr ein Minütchen? Ah, sicher habt ihr es. Ah! Keine Sorge, Creighton. Bin sofort da. Wir haben es ja schon fast geschafft, mein Alter. Wir haben es ja schon fast geschafft. Wenn jetzt nicht wieder bauen wird. Oh! Er spawnt die ganz vielen. Und zwar ganz viele von den Standardversionen. Die anderen hatten Special-Skelette, aber er ist Old-School. Leider wird auch das ihm nicht viel nützen. Wer heben wir uns? Gegen die Gerippefürsten. Wir haben gesiegt. Yeah! Wir sind siegreich und haben diese Skelett Schmarotzer besiegt, die leider nicht genug Erfahrungspunkte geben. Dafür, dass sie so nervig sind, geben sie eindeutig nicht genug Erfahrungspunkte. Ich weiß auch nicht. Haben wir eine Seele bekommen? Die Seele der Gerippefürsten. Da bin ich aber beruhigt. Was würden wir tun ohne sie? Hallöchen!
Hallo, mein Freund. Weg. Was liegt hier Schönes? Flammenschmetterlinge. Das ist ja wohl lächerlich. Ja, das ist ja wohl lächerlich. Flammenschmetterlinge. Dass ich nicht lache. Hallöchen! Hallöchen! Hallo! Reparaturpulver. Pulverschmulver. Oder so ähnlich. Nein, wir reparieren nichts. Okay. Sicker Jump. Und hier kommen wir wieder bei den Gerippelords raus. Lass mich mal kurz. Ist hier noch irgendwo ein Bonfire, ein Weg, den ich übersehen habe, oder? Nein. Okay. Zurück. Wir gehen zurück. Und wir gucken mal, welche tolle Waffe wir uns in Straits Zelle besorgen können. Oder geben die Gerippefürsten keine Waffe? Ha? Verkrümmungsgroßschwert, gebogenes Schwert, Riesensteinaxt, Stachelkeule, Gargoyles, Beizack, dröhnende Hellebarde. Nein. Was hast du sonst noch? Her damit. Majula! Ich brauche dich. Majula! Ja. Ich habe gar nicht geguckt, ob sie vielleicht was Neues sagen will. Das ist ja auch wohl. Geschicklichkeit. Denke ich. Oh, das hat einen guten, schweren Angriff. Ich mag das. Das gefällt mir. Können wir es verbessern? Waffe, Rüstung verstärken. Okay, wie viel Schaden machst du? Nicht so viel wie das, aber mehr als Keule, mehr als Streitkolben, weniger als der Drachenzahn, weniger als die Hellebarde. Oh. Doch, doch. Doch, doch, doch. Können wir dazu noch etwas Ausrüstung tragen? Wie wär's mit den Stulpen der Verlassenen?
Ah, zu schwer. Schurkenstulpen. Oh yeah. Lederhandschuhe. Lederhandschuhe. Und dann in den Jäger rein, in den Untotenkerker, wo es im nächsten Part weitergeht. Denn wir haben unser Ziel erreicht, Gerippefürst besiegt. Und ich würde sagen, na war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, bis dann und ciao.